Das Rentier aus Wolfsburg, das Nonplusultra aus VW-Sicht, ein Leitwolf in der Kompaktklasse, der Golf R. Man könnte denken, dass der derzeit stärkste Seriengolf eigentlich schon alles kann. Mitnichten behaupten vier Fahrzeugveredler, die aus dem kompakten Knaller eine Kanonenkugel formen wollen. Alle gehen mit Semislicks und Doppelkupplungsgetriebe ins Rennen um die Tuningkrone. Der Vierzylinder hat noch Turboluft nach oben, behauptet BTS Racing und verpasst dem Motor neue Ladeluftkühler und ein kleines Chip-Tuning. Damit steigt die Leistung gegenüber der Basis um 55 PS auf 325 Pferde an. Von 0 auf 100 rast der Golf jetzt in 4,6 Sekunden und der Vortrieb ist erst bei 266 km/h beendet. Allerdings hat die Leistungsspritze auch ihren Preis. Gut 51.000 Euro für einen Golf gehören nicht mehr in die Kompaktklasse. Das Gewindefahrwerk von KW mit 40 mm Tieferlegung fordert ein bisschen Alltagstauglichkeit. Dafür ist es aber auf der Rennstrecke genau richtig aufgehoben. Der BTS schafft die schnellsten Rundenzeiten an diesem Tag. Sehr einfach zu fahren, sehr, sehr schnell auf der Rennstrecke, liegt auch an den verwendeten Semislicks von Dunlop, die scheinen besonders gut zu funktionieren und auch sehr fahrsicher. Also keine Ausfallschritte des Hecks, die einen in Verlegenheit bringen würden, sehr einfach schnell zu fahren, also auch für Normalfahrer einfach zu beherrschen. Noch etwas mehr auf Rennsport abgestimmt und im Auftritt aggressiver ist der Golf von Rothe. Der Tuner hat nicht nur elektronisches Doping in den Motor gezaubert, sondern auch noch das DSG auf höhere Drehzahlen optimiert. Es schaltet jetzt später und fährt auch mit höherer Drehzahl an. Geradeaus ist dieses Paket nicht zu schlagen. 338 PS katapultieren den Rothe R20 in 4,3 Sekunden auf 100. Achtung Porsche-Fahrer, aufgepasst, bei GPS gemessenen 271 ist erst Schluss. Da wird es eng auf der Autobahn. Leider hat das Ganze auch seinen Preis. Mit 57.000 Euro und Kleingeld ist der Golf von Rothe Motorsport der teuerste in diesem Vergleich. Dafür zeigt er auch, was er hat. Dieses Tuning versteckt sich nicht hinter dem Alltagsgolfkleid. Auffälligsten ist natürlich hier die Kotflügelverbreiterung vorne und auch hinten. Dient in erster Linie dazu, die Spur zu verbreitern, damit man noch eine sattere Straßenlage hat. Ansonsten unterscheidet er sich noch von der Serie durch die verbaute Bremsanlage vom Audi RS6. 390 mm Scheiben und das spricht eigentlich für sich, fährt sich auch dementsprechend auf der Rennstrecke standfest, keine Probleme mit Fading, späte Bremspunkte, sehr schön zu fahren. Auf der Rennstrecke reicht es aber nicht, um die Führung zu übernehmen. Das liegt auch daran, dass die Reifen nicht so perfekt mit dem Auto harmonieren, wie es beim BTS-Golf der Fall ist. Im Vergleich kommt der Rothe daher auch nicht am BTS-Racing vorbei. Er ist teurer und dafür noch nicht einmal schneller. Jetzt stellt sich die Frage, ob die deutlich günstigeren Konzepte von Hohenester und MTB eine Chance haben. Das erfahren Sie im zweiten Teil.